Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu Rasant. Wir blicken wieder auf den Hamburger Sport, die Profis, die Amateure und den Freizeitbereich. Und heute, kann ich Ihnen sagen, wird es ganz schön basketballlastig mit direkt zwei Spielen, die wir begleiten. Zuerst natürlich einmal das Outfit, was ich heute trage. Es ist ein Poloshirt der Hamburg Sea Devils. Die Hamburg Sea Devils, vor 3 Jahren gegründet in der ELF, die ihre erste Saison damals gespielt hat. Seitdem mit dabei, 2-mal in den ersten beiden Jahren es ins Championship-Finale geschafft, beide Male knapp gescheitert. Aktuell befindet sich die Mannschaft so ein bisschen im Umbruch. Sehr viele junge Spieler, neue Trainer. Vor 2 Wochen war der General Manager hier zu Gast. Wenn Sie diese Folge verpasst haben, können Sie die auf unserem YouTube-Kanal noch einmal nachschauen. Da haben wir ein bisschen über die Stadionsituation gesprochen und auch die sportliche Ausrichtung in dieser Saison. Nichtsdestotrotz, auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Spiel im Volksparkstadion, und zwar am 14. Juli empfangen die Hamburg Sea Devils dort die Düsseldorf Rheinfire. Ja, normalerweise würden wir jetzt über die sportlichen Ergebnisse des HSV und dem FC St. Pauli reden. Allerdings die Länderspielpause der deutschen Nationalmannschaft hat dazu geführt, dass in der ersten und zweiten Bundesliga nicht gespielt wurde. Allerdings beim HSV gab es trotzdem ein bisschen Aufruhr. Und zwar stand am Samstag die Mitgliederversammlung an, um die Rechtsform des HSV von einer AG auf eine KGaA umzustufen. Was im Prinzip bedeutet, dass bereits veräußerte Anteile umgewandelt werden können und Fans selber auch Anteile erkaufen können. Und das Problem bei der Abstimmung war nun, die Rechtsformänderung wurde angenommen, die Erweiterung mit dem Supporters Trust, die wurde abgelehnt, und wir haben uns mit dem Aufsichtsrat danach einmal unterhalten und die Stimmung aufgefangen. Ich glaube, wir haben ja den Stein zumindest ins Rollen gebracht. Wir haben eine Rechtsformänderung und wir haben, und das war ja Teil des ersten Abstimmungsschrittes, die 30 Millionen von der Kühne Holding in Eigenkapital gewandelt. Das ist der erste Schritt, und insofern, und deswegen schaue ich nach vorne, der zweite Schritt, noch mehr Überzeugungsarbeit und wirklich diese Gruppe versuchen zu erreichen, um denen klarzumachen, was wir unter Nachhaltigkeit verstehen. Der Supporters Trust, was von mir aus in einer der ersten Arbeitsgruppensitzungen aufs Tablet gebracht worden ist, kann jetzt nicht kommen, weil die Zustimmung für den Schritt 2 liegt nicht vor. Also kann ich den Supporters Trust nicht weiter vorantreiben. Denn da ist auch nochmal Projektarbeit erforderlich. Die Zusammensetzung, wie man die Anteile, wie man das bezahlt und, und. Also das liegt erstmal auf Eis, aber diesen zweiten Schritt werden wir wiederholen und noch mehr Überzeugungsarbeit leisten. Ja, mit dieser Überzeugungsleistung möchte man dann natürlich dafür sorgen, dass weitere Anteile veräußert werden können und dem HSV künftig mehr Geld pro Saison zur Verfügung steht. Wir kommen zum Handball. Der HSV H hat am vergangenen Wochenende gegen Wetzlar gespielt und 25:27 gewonnen. Der beste Scorer der Hamburger war in diesem Fall Live Tissier mit 6 Punkten. Und es ist bereits der 3. Sieg in Folge. Sehr, sehr wichtig, wenn man darauf guckt, dass man nicht absteigen möchte. Jetzt hat man insgesamt 7 Punkte auf den Abstiegsplatz sich gesichert. Wenn wir einmal auf die Tabelle schauen, nach oben hin hat sich ehrlicherweise nicht so viel getan. Die ersten Plätze relativ in sicherer Hand aktuell. Die Füchse Berlin weiterhin mit ein wenig Abstand vor dem SC Magdeburg. Und dann schauen wir auf die 2. Tabellenhälfte, und da sehen wir nämlich jetzt den HSV Handball Hamburg. 2 Punkte hochgeklettert auf Platz 12 jetzt mit 20 Zählern, nur noch einen Punkt hinter Platz 10, 11, 8 und 9. Dementsprechend auch da noch möglich mit einem erneuten Sieg am Wochenende, auch dort noch einmal Plätze gut zu machen. Wichtig ist natürlich aus Hamburger Sicht der Abstand zu Platz 17 zum Abstiegsplatz, der soll natürlich weiterhin ausgebaut werden. Ja, und weiterhin gab es auch noch Sport in Hamburg, und zwar im Futsal. Der Futsal Hamburg ist in dieser Saison zum ersten Mal in der Regionalliga Nord angetreten und, man muss sagen, hat sich dort gut behauptet. Platz 5 der Tabelle war jetzt am letzten Spieltag nicht mehr zu nehmen. Gegen Hannover 96 ging es natürlich aber auch nochmal darum, die Saison dann auch sportlich erfolgreich zu beenden. Wir haben vor Ort einmal nachgeschaut. Mit einem deutlichen 21:1 Erfolg gegen Hannover 96 legte Futsal Hamburg am Samstagabend einen fulminanten Saisonabschluss hin. Bereits zur Halbzeit gab es eine klare 8:0 Führung. In der zweiten Hälfte legte das Team von Trainer Jörg Ossowski weitere 13 Treffer nach.
Top-Torschützen. Hierbei waren Benjamin Merida Reinhold mit 10 Toren und Lukas Joel Palzer mit 5 Toren. Somit steht Futsal Hamburg am Ende ihrer ersten Saison in der Regionalliga Nord mit einer ausgeglichenen Bilanz von jeweils 6 Siegen sowie 6 Niederlagen und 2 Unentschieden der 5. Tabellenplatz zu Buche. Für den Verein und Spieler Gökhan Yüksel ein großer Erfolg. Ich glaube, selbst wir in unseren eigenen Reihen, aber auch alle anderen in der Regionalliga Nord haben mit uns gar nicht so gerechnet. Es ist immer schwierig, als Underdog bzw. als Aufsteiger Fuß zu fassen. Es sind neue Bedingungen, neue Gegebenheiten, andere Voraussetzungen, die da also wirklich auch erwartet werden. Und dafür würde ich sagen, haben wir das gut gemacht. Ich meine, die Tabelle zeigt es nachher, ohne das jetzt irgendwie nur darauf Wert zu legen. Wir haben schöne Spiele gespielt und wir haben gezeigt, dass wir eine regionalliga-taugliche Mannschaft sind. Ja, und damit kommen wir jetzt zum versprochenen Basketball. Der SC Rist Wedel ist einer von Deutschlands traditionsreichsten Basketballvereinen. Hier haben schon Spieler wie Marvin Willoughby oder auch Weltmeister Justus Hollatz gespielt und sich quasi auf die Profis vorbereitet. Und genau das ist quasi die Aufgabe des SC Rist Wedel, wenn es um die Zusammenarbeit mit den Hamburg Towers kommt, nämlich die Spielerentwicklung aus der eigenen Jugend oder eben auch dann schon im semiprofessionellen Bereich. Und selbst spielt die Mannschaft natürlich in der Pro B auch um Erfolge und möchte da das Höchstmögliche erreichen. Für die Playoffs dieses Jahr reicht es auf jeden Fall. Jetzt ging es am Samstag um das Heimrecht, um eben auch die Spiele dann vor heimischem Publikum auszuführen. Wir waren vor Ort und haben uns angeschaut, wie das funktioniert hat. Samstagabend in der Steinberghalle bei Pinneberg. Die Spieler des SC Rist Wedel treffen auf Ibbenbüren. Das Team um Trainer Hamed Atabashi kämpft in der Pro B, Deutschlands dritthöchster Spielklasse, um das Heimrecht in den Playoffs. Leif Möller ist Teil dieses Teams und Teil der Hamburg Towers. Als Doppellizenzspieler hat er geschafft, wovon hier viele träumen: den Sprung zu den Profis in die erste Bundesliga. Dabei hat er die Doppelbelastung bislang gut gemeistert. Mit Wedel und Hamburg hast du schon mal eine weitere Strecke, die man immer zurücklegen muss, wenn man teilweise doppelt trainieren muss. Heißt, es ist also auch sehr anstrengend. Ja, und dann natürlich auch eine Hürde, die man übertreffen muss, ist halt das Problem, dass wir in einer Mannschaft andere Systeme spielen als in einer anderen Mannschaft. Heißt, es ist nochmal doppelt so viel Arbeit. Und ich bin natürlich nicht so eingespielt mit den anderen, weil ich nicht mit denen trainieren kann. Doch der Erfolg gibt ihm recht. Vor kurzem unterschrieb der 20-Jährige einen 2-Jahres-Vertrag bei den Towers. Spielt ab der kommenden Saison nur noch für die Türme. Einer, der das auch schaffen möchte, ist Darren Ekbe. Der 17-Jährige spielt sowohl in der Nachwuchsbundesliga für die Towers als auch für Wedel in der Pro B. Der Sprung in den Herrenbereich stellt ihn jedoch vor eine Herausforderung. Jetzt in der Saison das Körperliche in der Pro B. Also ich bin sehr kleiner Spieler für Profibasketball und habe auch nicht so viel Gewicht drauf. Also ja, das ist schon das Herausforderndste. Für Trainer Hamed Atabashi ist die doppelte Teamzugehörigkeit ebenfalls knifflig. Nicht alle Spieler sind immer verfügbar. Heute muss er auf Leif verzichten. Der spielt tags darauf mit den Towers gegen den FC Bayern. Wer sich gut entwickelt, zieht schnell weiter. Zeit für Konstanz bleibt kaum. Doch der 47-Jährige hat damit keine Probleme. Mein Ziel ist es ja, die Spieler möglichst früh und möglichst schnell abzugeben. Und das ist ja die Bestätigung unserer erfolgreichen Arbeit. Von daher, klar, man will die Spieler bei sich haben, aber im Grunde, wenn sie früh weggehen, dann heißt es ja, dass man gut gearbeitet hat. Und wenn man dann noch das eine oder andere Spiel gewinnt, dann sind alle zufrieden. Ja. Unterstützt von den Fans und den Trommlern der Jala Ristas erkämpfen die Wedeler einen wichtigen 80-63 Sieg und haben weiterhin Chancen, auch in den Playoffs vor heimischem Publikum aufzulaufen. Darren Ekbe steuert mit insgesamt 8 Punkten seinen Teil zum Erfolg bei. Das Spiel hat sich komisch angefühlt. Wir haben auch nicht alles durchgesetzt, was wir durchsetzen wollten. Aber am Ende des Tages haben wir gewonnen. Das war jetzt wichtig für das Heimrecht in den Playoffs. Wir wollen natürlich besser spielen und wir hätten besser spielen können, aber wir sind damit zufrieden erstmal. Ich habe natürlich Sachen wiedergefunden, bei denen ich besser werden muss. Beispielsweise Drives. Da ein bisschen langsamer werden, anstatt direkt durchzugehen, in die Center reinzuspringen, was heute zweimal nicht geklappt hat, aber insgesamt bin ich zufrieden. Während Leif Möller nach dem Spiel mit seinen Jungs aus Wedel feiert, hat er jedoch auch schon seine Partie am nächsten Tag mit den Teamkollegen der Towers im Kopf.
Ja, und ich habe jetzt Leif Möller bei mir hier zu Gast. Schön, dass du da bist. Das Spiel am Wochenende war wichtig für euch als wichtiger Punkt für die Playoffs. Wie hast du das Spiel von der Bank aus wahrgenommen? War erstmal ein schwieriger Anfang. Haben am Anfang unsere Würfe nicht getroffen. Wir haben eigentlich gute Würfe rausgespielt. Fallen halt manchmal nicht. Vor allem, wir sind ein junges Team, heißt, die Quote ist da manchmal auch ein bisschen schlechter. Aber in der zweiten Halbzeit war dann klar, quasi ein kleines Dreierfeuerwerk. Da fiel jeder Wurf. Da hat, glaube ich, keiner mehr verworfen gefühlt. Und das hat sich da auch am Ergebnis gezeigt. Wie schwierig ist es für dich, bei so einem Spiel dann auf der Bank zu sitzen und zu wissen, ich kann nicht helfen? Das ist unfassbar schwierig. Ich würde gerne jedes Spiel spielen. Aber das geht halt nicht. Ich muss ja auf die Trainer hören. Und wenn die sagen, okay, die Belastung wäre da so hoch, muss ich auf die hören. Vor allem, weil ich auch noch eine kleine Verletzungshysterie hatte. Deswegen muss ich da auf jeden Fall aufpassen und auf die Experten hören. Ist wie es ist. Für dich ging es dann ja am Sonntag quasi auf die Platte mit den Towers gegen den FC Bayern in der Barclays Arena. Hat das so ein bisschen geholfen zu wissen, ich kann jetzt hier nicht spielen, weil ich morgen das große Spiel habe? Genau, das ist dann, glaube ich, der gute Punkt daran, wenn ich da nicht spielen kann bei der Pro B, weil ich ja im Hintergrund weiß, okay, ich darf jetzt schon bei den Profis richtig mitspielen oder hab da eine Rolle. Das hat geholfen. Und dann natürlich noch vor so einer großen Kulisse, das, glaube ich, war perfekt eigentlich. Ne? Ja, die Towers haben nämlich dann am Sonntag in der Barclays Arena gespielt und wir waren vor Ort und haben uns angeschaut, wie das Jubiläumsspiel zum 10-jährigen Bestehen so verlief. Ausverkaufte Halle. Was für die Hamburg Towers normalerweise 3.400 Zuschauer bedeutet, erschien am Sonntag schon fast unvorstellbar. 12.000 Menschen kamen zum Jubiläumsspiel der Türme in die Barclays Arena. Basketballrekord in Hamburg. 10 Jahre Hamburg Towers wurden gefeiert. In den Sondertrikots legten die Hausherren mit einem starken Auftakt gegen den FC Bayern los. Macht Spaß auf jeden Fall, wenn die Bälle reingehen und das Publikum da ist. Und das macht schon Spaß, wie gesagt, ein bisschen Gänsehautmomente gab es heute schon für mich. Wenn dann so ein Dreier zum Ausgleich mal reingeht, wie doll, wie laut das dann wird, das ist schon ein kleiner Unterschied. Natürlich, wie gesagt, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Mit diesem Spaß machten es die Towers den Gästen, die ihr drittes Spiel in 5 Tagen spielten, über die Länge der Partie schwierig, der Favoritenrolle gerecht zu werden. Vor allem William Christmas und Vijay King sorgten mit 18 und 17 Punkten in der Partie am Ende des letzten Viertels für ein 73-73 Unentschieden. Auch der letzte Angriff der Münchner konnte abgewehrt werden. Cheftrainer Benga Baloschki nutzte die Gelegenheit für eine emotionale Ansprache. Von vornherein habe ich die Jungs gebeten, sich nochmal zurückzuerinnern, als sie 10, 11 Jahre alt waren, als sie sich wirklich in das Spiel verliebt haben, wie sie sich vorgestellt haben, vor so einer Kulisse zu spielen und diese Träume, die man damals hatte als kleiner Junge und sich daran nochmal zu erinnern und dem Jungen in Gedanken vielleicht nochmal ein High Five zu geben, eine Umarmung zu geben, weil heute war das Realität und das war das Wichtigste, diese Liebe und diese Passion für das Spiel eben auch zu beschützen. In der Overtime merkte man den Bayern dann die Belastung der vergangenen Tage an. Die Towers wiederum, angespornt von den frenetischen Fans, schnupperten an der Sensation. Doch der entscheidende Wurf von Durham wird geblockt. Trotz der knappen 80-81 Niederlage, die starke Leistung gegen den Favoriten beeindruckt. Wir haben vieles von dem, eigentlich fast alles von dem, was wir uns vorgenommen haben, haben wir umgesetzt. Wir wollten bis zur letzten Sekunde unsere Energie beschützen. Wir wollten für unsere Liebe fürs Spiel, für unsere Passion fürs Spiel spielen. Das haben die Jungs unglaublich gut umgesetzt, bis in die letzte Sekunde. Den letzten Wurf zu nehmen, mal geht er rein, mal geht er nicht rein. Das ist dann auch natürlich eine Glücksfrage, aber wir haben gegen ein Euroleague-Team, glaube ich, heute sehr, sehr gut ausgesehen über weite Strecken. Und deswegen bin ich vor allen Dingen stolz, frustriert. Ich hoffe dann morgen ein bisschen stolzer als jetzt frustriert. Auf Platz 9 der Tabelle liegen die Towers derweil weiterhin auf Playoff-Kurs. Mit der Leistung vor der Rekordkulisse ist auch klar, kein Gegner ist zu groß für die Hamburger. Für die kommende Saison sollen dann sogar 2 Termine in die große Halle verlegt werden. Ja, eine ganz, ganz knappe Kiste. Leif, dein Trainer hat eben im Interview schon gesagt, er hofft, dass heute der Stolz überwiegt vor der Enttäuschung, dass es dann ganz knapp nicht geklappt hat. Wie sieht es bei dir aus? Eher stolz auf die Leistung und das tolle Spiel oder doch noch zu sehr enttäuscht über die knappe Niederlage? Das ist so ein bisschen zweiseitig. Ne? Also knapp verloren in der Verlängerung. Da ist man natürlich auch ein bisschen frustriert gerade, aber trotzdem sehe ich da auch die andere Seite und bin total stolz, aber auch vor 12.000 Hamburger Fans zu spielen, dann noch ein gutes Spiel gegen ein Euroleague-Team zu spielen. Ich glaube, da kann man auch sehr stolz sein. Wie hast du die Atmosphäre in der Halle gestern wahrgenommen? Vor dem Spiel habe ich das schon extremst wahrgenommen. War so, wow, es sind ja 12.000 Fans, die jetzt hier
uns zuschauen wollen, wie wir gegen Bayern München spielen. Im Spiel merkt man es dann eigentlich doch nicht so doll, weil man irgendwie in seinem Tunnel ist und in seinem Fokus ist. Und dann ist es irgendwie auch nur 5 gegen 5 Basketball spielen. Aber ja, war wirklich Wahnsinn. Merkt man das auch nicht hinten raus? Weil ich meine, also im vierten Viertel und gerade in der Overtime ist es dann ja wirklich ohrenbetäubend laut gewesen. Das stört vielleicht auch die Kommunikation auf dem Feld, aber du kannst das alles einfach ausblenden und spielst da dann 5 gegen 5 und siehst nur den Gegner. Ja, also ein bisschen merkt man das auf jeden Fall, klar. Vor allem, wenn wir dann einen Korb werfen, dann wird es schon mal laut in der Halle, aber das pusht einen auch nur mehr eigentlich. Ja, Kommunikation manchmal auch dann nicht ganz so leicht, wenn laut angefeuert wird. Aber zum großen Teil kann man das tatsächlich echt ausblenden. Du hast ja auch wichtige Punkte beigesteuert, gerade hinten raus, wir haben es gesehen, nochmal die wichtigen Punkte, die dann geholfen haben, auch das ganze Spiel dann überhaupt ist, in die Overtime zu lenken. Bist du mit deiner eigenen Leistung zufrieden vom Wochenende oder sagst du, da wäre vielleicht auch mehr drin gewesen? Ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich schon zufrieden. Einige Dinge haben da schon noch gefehlt, so für mich offensiv auch. Ein, zwei Würfe haben auch schon eigentlich reingeschaut, wollten dann doch nicht reinfallen. Aber das ist auch so manchmal im Basketball. Defensiv habe ich eigentlich einen guten Job gemacht, würde ich sagen. Ich habe gut verteidigt. Also ja, overall bin ich, glaube ich, zufrieden. Aber wie immer geht auch immer besser, geht noch besser. Jetzt hast du den Vertrag unterschrieben bei den Towers und hast ja eben schon gesagt, du hast deine Rolle bereits. Was glaubst du, wie sich das jetzt entwickelt in der nächsten Saison, wenn du dich wirklich nur auf die Towers fokussierst? Was ist da dein Ziel? Ja, also wenn ich mich dann nur auf die Towers fokussieren kann, ist mein Ziel einfach, mich da ja, in der Bundesliga komplett zu etablieren. Ich habe dieses Jahr schon ja, viel gespielt, viel reingeschnuppert, aber ich sehe mich persönlich noch nicht als etablierter BBL-Spieler. Das ist mein Ziel. Ich möchte eine feste Rolle im Team haben und auch eine beitragende Rolle, dass ich dem Team sehr helfen kann, dass ich wichtig bin fürs Team. Genau, das ist mein Ziel, das in den nächsten 2 Jahren zu etablieren. Ja, am Mittwoch steht schon das nächste Spiel an. Bist du fit oder sagst du, hätte man jetzt auch gerne nochmal 2-3 Tage länger Pause gehabt? Ja, also man merkt das schon jetzt in den Knochen, gerade vor allem jetzt. Aber wir sind es auch ein bisschen gewohnt. Wir hatten ja bis vor 2-3 Monaten noch die Eurocup-Belastung. Deswegen ist man es auch ein bisschen gewohnt, dass man 2 Spiele pro Woche spielt. Aber wird auf jeden Fall ein sehr schwieriges Spiel. Jetzt einmal eine fiese Frage zum Schluss. Wenn du dich entscheiden müsstest, mehr Playoffs mit den Wedelern oder Playoffs mit den Towers, was würdest du wählen? Das ist eine Fangfrage hier, also da weiß ich nicht, was ich sagen soll, aber mein Herz schlägt für beide Teams. Auch für Wedel bin ich aufgewachsen im Team, also da kann ich nur beides sagen. Du bist ja natürlich auch für beide Spiele oder für beide Vereine zugelassen, also beides ist so gesehen möglich. Live, vielen, vielen Dank, dass du im Studio warst. Viel Erfolg weiterhin mit den Playoff-Hoffnungen für die Towers und mit dem Heimrecht für Wedel. Und wir begleiten das weiterhin. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Und wir kommen jetzt, liebe Zuschauer, zum Amateursport mit meinem Kollegen Martin Vollmer von Sport Direkt. Ja, das ist der Torschütze. Also mehr Gefühl geht doch gar nicht. Weltklasse, die Parade. Es ging ja nur hin und her. Das gibt's doch nicht. Sonntagschance, Traumtor. Und Tor, Anschlusstreffer. Das ist Amateurfußball bei Sport Direkt. Ja, ich habe jetzt Martin neben mir an meiner Seite. Moin Martin, schön, dass du da bist. Ja, grüß dich, Kevin. Ich sehe heute im Nationaldress die 8. Was hat es damit auf sich? Ja, 8 Sekunden. Euphorie Express aus Lyon ist auch bei mir angekommen. Deswegen dachte ich, heute mal im Nationaldress darf man doch mal, oder? Ja, das war aber auch ein Tor, oder? Ja, 8 Sekunden, DFB-Rekord. Florian Wirtz im Spiel gegen Frankreich. Nach 8 Sekunden die Partie erst angepfiffen quasi. Und dann gab es direkt den Treffer. Ich muss sagen, ich habe es gesehen und ich habe es nicht richtig gesehen, weil ich war noch am Quatschen und hätte überhaupt nicht gerechnet, dass in den ersten 8 Sekunden irgendwas passiert. Hast du es auch gesehen, oder? Da kam meine Tochter gerade um die Ecke, muss sagen, die ist 3 Jahre alt und sagt Gute Nacht und sagt, Papa, es steht schon 1-0 und ich glaube, ganz, ganz viele Deutsche haben genauso gedacht wie sie. Ne? Also es werden nicht viele live gesehen haben, glaube ich nicht. Ja, definitiv. Ein 8-Sekunden-Tor gab es bei dir aber, glaube ich, nicht. Ne? Ihr wart in der Bezirksliga unterwegs. Welche Partie habt ihr euch angeschaut? Genau, der Bas Bütteler SV, Tabellenführer gegen Atlantik 97, den Tabellendritten. Hinspiel 6-1 Sieg für Atlantik. Deswegen war das Rückspiel sehr, sehr interessant. Schauen wir uns am besten an. Ja, wir gucken mal rein. Bezirksliga Ost, Bas Büttel gegen Atlantik. Das Freitagabendduell in der Bezirksliga Ost, 24. Spieltag. Der Tabellenführer, der Bas Bütteler SV gegen den Tabellendritten Atlantik 97. Und die haben auch die erste Möglichkeit hier per Standard. Der Ball kann nicht richtig geklärt werden. Und dann kommt es zu dieser Aktion hier. Dennis Borkje gegen Maxim Klan. Der Schiedsrichter entscheidet auf
Elfmeter, wenig Proteste, völlig klar hier. Dieser Strafstoß geht in Ordnung. Trainer Oliver Kunkel, der ahnt wohl schon die Ecke. Das ist Nick Gette, der Captain von Atlantik. Und gegen Patrick Dinter. Und Dinter ahnt die Ecke. Der war nicht gut geschossen, aber trotzdem musst du den dann erstmal halten. Also der Keeper von Basbüttel hält hier das 0:0. Dann weniger Fußball, mehr Zweikämpfe. Auch für diese Aktion hier gab es den gelben Karton. Fünfmal schon in Halbzeit 1 hier in dieser Partie. Und genauso machen wir weiter. Das ist Dennis Boakye. Und auch der wird von den Beinen geholt von André Schultheiß. Und dafür gibt es dann nochmal Gelb. Der hat schon eine. Das heißt Gelb-Rot, Unterzahl für Atlantik. Und das in Spielminute 34. Ist noch ein langer Weg dann zu gehen für die Gäste in Unterzahl. Da braucht es eine neue Taktik. Und dann kam der Tabellenführer mit mehr Wucht. Arash Medipur leitet das Ganze ein und achten Sie auf Medipur. Der läuft dann mit und plötzlich kriegt er die Kugel wieder. Und plötzlich steht es 1:0 für den Tabellenführer. Torwart Christian Meister kommt da nicht richtig in den Sprung. 9. Saisontreffer für Arash Medipur. Kurz hier vor der Halbzeitpause. 2. Durchgang. Christian Meister mit dem langen Ding und Achtung. Der kommt über 2 Stationen zurück. Der eingewechselte Lukas Jekyll setzt sich durch und beweist dann in den letzten Metern noch ganz viel Gefühl für diesen Heber hier über den Schlussmann von Atlantik. 19. Saisontreffer für Lukas Jekyll. Der Tabellenführer also baut die Führung aus. Aber Atlantik mit 9 Feldspielern und Maxim Klahn, vielleicht dem schnellsten in der Bezirksliga Ost, die bewiesen ganz viel Leidenschaft und kommen zum Anschlusstreffer hier. In der Mitte, da fehlt es an der Zuordnung, da hätten 2 einschieben können. Dann macht es Dominik Schindler, also 54. Spielminute, 3 Minuten später die Antwort von Atlantik. Und sie hätten sogar den Ausgleich noch auf dem Kopf gehabt hier. Am Ende bleibt es bei einem 2:1 Sieg für Basbüttel. Gut angefangen. Dann haben wir so ein bisschen den Faden verloren. Kriegt der Gegner eine gelb-rote Karte. Wir spielen lange in Überzahl. Und da haben wir die Situation, die wir hatten vorne, nicht so sauber ausgespielt und lassen dann wie beim Elfmeter auch zu oft die Bälle tippen, haben hinten keine klaren Aktionen. Und so lassen wir dann Atlantik am Leben, die dann nochmal, muss man sagen, gut gekämpft haben mit 10 Mann. Und dementsprechend war es ein enges Spiel, aber ich freue mich natürlich, dass wir es für uns entscheiden konnten. Es fehlt ein bisschen Spielglück, ne? Also wir starten nicht so gut, Basbüttel kam besser rein. Nach dem Elfmeter verschießen wir leider. Hätte uns natürlich ganz gut getan, aber wir kommen dann viel besser rein, haben viel bessere Passstaffetten und dann bringt uns halt die rote Karte total aus dem Spiel. Wird's natürlich dann schwer gegen einen Tabellenführer, der dann das konstant auch runterspielt. Und wir haben heute gehört bei den Zuschauern, die haben schon lange leise gesungen, La La Landesliga. Wie viel Ja, Ja, Ja schickst du denn da zurück? Ja, ich hoffe im Mai ganz viel. Noch haben wir ein paar Aufgaben zu erledigen. Wir haben noch schwere Spiele. Aber wir haben jetzt in der Rückrunde auch erst 2 Punkte liegen lassen. Von daher sind wir zuversichtlich, dass wir das auch schaffen. Aber wie gesagt, es sind noch eine Menge Schritte zu gehen. Und wir werden nicht nachlassen, sondern wir wollen dranbleiben. Und dann hoffe ich im Mai, dass wir noch ganz viel La 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 singen können. La La Landesliga. Noch ein paar Schritte sind zu gehen. Wir gratulieren zu diesem Sieg hier. Ja, Martin, nicht ganz das torreiche Spiel aus der Hinrunde kopiert, aber es war trotzdem spannend, richtig? Richtig, wir müssen mal sortieren. Also Atlantik am Anfang mit dem Elfmeter. Nick Gette, der verschießt ihn. Den muss er aber auch trotzdem erstmal halten. Glückwunsch an Patrick Dinter da, den Keeper. Dann gibt es die gelb-rote Karte, dann kommen sie ein bisschen aus dem Spielfluss und dann in Unterzahl gegen den Tabellenführer. Auswärts wird es dann schwer. Am Ende haben sie nochmal gekämpft und ja, dann ist ein 2:1-Sieg für Basbüttel. Ist denn für Basbüttel jetzt schon alles klar oder kann man da noch ein bisschen in Bedrängnis kommen? Du hast gehört, ich habe versucht, die La La Landesliga-Hymne mal anzustimmen. Sie haben sich aber nicht überzeugen lassen, also ein paar Schritte sind noch zu gehen. Aber Ende Mai wollen sie dann die große Meisterfeier in Basbüttel feiern. Ja. Vor allen Dingen, der Verfolger Platz 2 hat auch nachgelegt, richtig? SC Schwarzenbek ist da auf Platz 2 in Lauerstellung. Vor ein paar Wochen gab es das direkte Duell. Da gewinnt Basbüttel knapp mit 1:0 durch ein Eigentor. Und jetzt stehen sie 6 Punkte vor Basbüttel. Und Schwarzenbek versucht natürlich alles Mögliche, den Druck aufrechtzuerhalten. Gewinnt diese Woche 6:0 gegen Aumühle. Ja, probieren da nochmal hinten ranzukommen. Ja, also den Druck auf jeden Fall nicht nachlassen zu wollen. Liebe Zuschauer, willkommen zum Amateurfoto der Woche. Ebenfalls nämlich aus der Bezirksliga. Und zwar aus der Bezirksliga West. Dort hat Blau-Weiß 96 Schenefeld gegen den FC Union Tornisch
gespielt. Und ja, hier sehen wir Torhüter Daniel Atuhun, der per Fußabwehr ein bisschen artistisch den Ball dort annimmt vor dem 16er. Seinem Verein, dem FC Union Tornisch, hat es allerdings nicht geholfen. Die sind mit 2:3 als Verlierer vom Platz gegangen. Allerdings, ein richtiger Kellerkrimi war die Partie trotzdem. Martin, was steht denn jetzt diese Woche an? Worauf kann man sich freuen im Hamburger Amateurfußball? Englische Woche für alle Ligen, denn am Osterwochenende wird nicht gespielt. Am Ostermontag geht es dann richtig heiß her. Lotto Hamburg Pokal Halbfinale steht an. Und da haben wir ein paar richtig interessante Partien, zwei Stück nämlich, genau wie das im Halbfinale immer so üblich ist. Und zwar Paloma gegen den ETSV. Das ist schon ein eher Duell auf Augenhöhe, richtig? Ja, zwei Oberligamannschaften, ja. ETSV für mich aber die kleine Favoritenrolle. Und ich glaube, sie schaffen den Einzug dann ins große Finale. Gegen wen, weiß ich noch nicht. Genau, da kommt es nämlich ein bisschen drauf an. Der SSV Rantzau, schon drei Oberligisten aus dem Turnier gekegelt. Jetzt Regionalligist Teutonia Ottensen. Wie schätzt du das ein? Ja, wer ist der Favorit? Ja. Nein, also das wird schwer. Das wird schwer für Rantzau, aber sie spielen zu Hause. Vermutlich kommt das ganze Dorf, die ganze Stadt. Die werden alles versuchen, da in das Spiel reinzuhauen und dann ins Finale einzuziehen. Das Wunder zu schaffen, aber es wird schwer gegen Teutonia. Ja, ganz sicher. Was wäre das für eine Sensation, wenn die es tatsächlich schaffen, gegen jetzt auch noch sogar einen Regionalligisten ins Finale einzuziehen? Und dann, man möchte ja sogar schon anfangen zu träumen, es sogar in den DFB-Pokal schafft, oder? Ja, stell dir das mal vor. Ne? Dann müssen sie auf jeden Fall hierher kommen. Dann räume ich meinen Platz gerne. Dann laden wir sie ein, auf jeden Fall. Ja, dann ersetzen sie dich. Vielen Dank, Martin, schon mal. Liebe Zuschauer, wir kommen jetzt natürlich noch zu zwei Termintipps, denn Sport findet natürlich auch am kommenden Wochenende statt, beziehungsweise auch schon in der Woche. Die Towers, wir haben es eben angesprochen, am Mittwoch um 20 Uhr gegen den mitteldeutschen BC, direkt wieder gefordert im Kampf um die Playoffs, dann wieder in der Edel Optics Arena. Und am Ostermontag, neben den Landespokal-Halbfinalspielen, trifft der HSVH Hamburg, also der Handballsportverein Hamburg, auf die MT Melsungen. Auch da geht es darum, weiterhin Platz auf die Abstiegsplätze zu sichern. Das Spiel dann Montag 16.30 Uhr in der Sporthalle Hamburg. Ja, und bevor wir jetzt die Sendung beenden, Sie wissen es, der Aufruf erfolgt. Oberteil, was ich heute anhabe von den Sea Devils, könnte vielleicht schon in 2 Wochen dann Ihr sein. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken an rasant@hamburg1.de, können Sie uns ein Oberteil von sich zuschicken oder auch leihen. Wir klären dann alles andere per Mail, auch was die Größe angeht. Sie haben es gerade schon gehört, in 2 Wochen, nächste Woche zum Ostermontag, gibt es keine Sendung von uns. Wir sehen uns dann nämlich in 2 Wochen wieder und bis dahin bleiben Sie sportlich. Bye.